Und oh mein Gott, da ist einfach ein Tesla. Wow, Leute. Ey, hi, Barry. Schau dir das mal an. Einfach ein pinkes Gefängnis. Leute, am Ende des Videos zeige ich euch, wie ihr das auch spielen könnt. Aber jetzt müssen wir erstmal ausbrechen. Oh mein Gott, Barry, schau dir das mal an. Da hängt sogar ein Poster von mir. Ey, einfach ein Janzel-Plakat, wow. Ey. So, dann lassen wir jetzt rein. Komm, lassen wir jetzt hier hoch. Oh, warte mal kurz. Okay. Hier ist doch Lamis Poster. Siehst du das? Oh, wir beide wollen aus der Barry-Obby ausbrechen. Siehst du das? Boah, das sieht richtig cool aus, Janzel. Oh mein Gott. Leute, kommentiert mal, wenn ich mit Lami hier auch nochmal ausbrechen soll. Das wäre doch auch krass, oder, Barry? Wenn wir zusammen mit Lami hier nochmal ausbrechen. Er hat einfach eine eigene Barry-Obby. Ich glaub's einfach nicht. Ich glaub's auch nicht. Und guck mal, wie schön pink und lila hier alles ist. Oh, deine Lieblingsfarben. Ja, natürlich. Oh mein Gott, jetzt rein mit uns und... Oh, wow, ist da hinten eine Barbie? Oha. Oha, das sind so Barbie-Boxen, Janzel. Oh, ey, hier unten ist Fendi. Oh, oh, wie süß. Oh, wie süß. Wartet mal ganz kurz. Fendi ist nämlich bei mir im Zimmer und ich zeig sie jetzt euch mal, ja? Oh Warte mein mal. Gott, was? Guck mal, Leute, in die Kamera. Fendi ist auch da und Fendi ist auch im Spiel da unten. Ey, wie cool ist das? Leute, das ist einfach meine eigene Barry-Obby. Seht euch das mal an. Guck mal. Oh mein Gott, hier ist jetzt sogar eine Barbie. Oh, seht ihr das? Wow. Ey, Barbie, nicht so schnell, Mann. Der Barry ist noch nicht bei dir. Ey, komm, Barry, das schaffst du doch wohl. Komm schon. Ja, okay, okay, ich bin jetzt hinter dir. So, wir haben jetzt auf jeden Fall den ersten Step haben wir hier geschafft. Das sieht einfach nur mega aus. Ey, Hammer. So, jetzt machen wir nächstes Level. So, jetzt drücken wir mal hier auf die Taste. Nicht vergessen, Barry. Dann erscheinen unsere Treppen. Genau. Oh, nein. Oh, da unten sind einfach pinke Stacheln. Pass auf, Barry. Ich wurde gestochen, Janzel. Ja, ich auch. Und jetzt... So schwer. Leute, bestimmt schafft das keiner von euch direkt am Anfang, oder? So, und drei mit uns. Ich glaube auch, Janzel, dein Level ist extra schwer. Ja, oder? Die haben das ein bisschen extra schwer gemacht. So, und jetzt noch einmal hier rüber und... Nein, Barry! Hast du es nicht geschafft, Leute. Barry hat es einfach nicht geschafft. Er ist einfach wieder runtergefallen. Komm, Barry. Nein! Okay, okay, Janzel, Barry gibt sich jetzt richtig Mühe, okay? Oh, Leute, ich kenne das selber, was da Barry hinten macht. Guck mal, er fällt die ganze Zeit hin. Man kann das immer nicht so entscheiden, wie weit weg das ist, ne? Weiter nach vorne, Barry! Nein! Muss man zweimal springen, Janzel, oder nur einmal? Nein, nur einmal und... Ah, du musst aber so, guck mal, von der Weite springen, so. Weißt du, was ich meine? Du musst ganz weit hier vorne sein und dann springst du. Ganz weit vorne sein. Nein, Barry, du bist viel zu weit hinten. Barry ist noch ein Anfänger. Guck mal, der erste ist doch super. Genau. Jetzt ganz nah und dann springen! Ja! Hab's geschafft! Ja! Hast du aber gesehen, Leute, das ist nochmal ein Tipp für euch. Ihr müsst ganz weit hier nach vorne und dann erst springen. Ey, und nach vorne. Für den... Pass jetzt auf hier hinten. Pass jetzt auf, ja? Du musst jetzt ganz weit vorne sein. Okay, genau, okay. Vorne. Und jetzt. Oh, geschafft, siehst du. Aber was für ein guter Trick das war. Das schafft ihr das auch schon. So, let's go. Jetzt schauen wir mal. Oh, jetzt sind wir unten bei Janzel, Barry. Oh nein. Oh mein Gott. Ey, schau Janzel, mal. Wusstest du? Ja. Ja? Guck mal, hier hinten ist Banani-Foto, unser Musikvideo, Hashtag Team Pink Remix. Ey, das war der coolste Song. Hashtag Team Pink. Für immer, immer, immer. Ey, das ist so krass, Leute. So, und jetzt komm mal her. Ja, Barry, was wolltest du eigentlich sagen? Ich wollte sagen, dass die ja eigentlich gar nicht so böse aussieht. Aber die ist extrem böse. Ja, ey, ich muss auch sagen, sie sieht echt gut aus, oder? Fresh, fresh. Ja. Aber die hat mich gepackt, Janzel. Sie hat so schöne blaue Augen. Oh, ich lasse mich gerne fangen von der Hübschen. Ich auch. So, schauen wir mal, was hier alles ist. Da oben hängt auf jeden Fall ein Foto von mir. Hier ist einfach mein Tesla. Oh, nein, 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 nein. Ich war wieder mal zu schnell. So. Aber ich glaube, Janzel, wenn man gepackt wird, dann muss man nicht nochmal drücken, oder? Nee, muss man nicht. Dann kann man direkt hoch. Auf jeden Fall ist da unten mein Tesla. Hast du es gesehen? Ey, einfach Barbie-Car, Mann. Ey, Leute, cool. Ja, das ist mein Barbie-Car. Für alle, die mich noch nicht kennen, ich habe einen pinken Tesla. Und ja, wir machen immer richtig coole Videos damit. Deswegen vergesst kein Abo da zu lassen. Und ja, ihr seid auch alle gerade auf meinem Gaming-Kanal. Ich habe ja auch noch meinen Hauptkanal.
da mache ich dann natürlich auch so Barbie-Car-Videos oder Videos von Fendi. Leute, guck mal, bei meinem Merch ist sogar dieses Jahr Fendi drauf. Seht ihr das? Barry, wo bist du? Komm jetzt los, ich bin Barry. Direkt hinter dir, Mann. Chill mal. Wir haben auf jeden Fall eine richtig coole Freundin, die mit uns mitspielt, die Ruja. Ja, die Ruja 049. Genau, die ist jetzt richtig cool. Jetzt schmeiß ich die mal hier runter. So, jetzt kommt mal mit. Jetzt gehen wir auf Toilette. Okay. Hier ist auf jeden Fall das Jungsklo daneben. Aber wir sind ja Mädels, wir müssen jetzt hier lang. Komm, Barry, komm. So, ja, weißt du, welche Tür wir öffnen müssen? 1, 2 oder 3? So, 1 ist nicht, okay. 2 auch nicht. Der Lami gepupst. Genau, das wissen wir. Lami lässt immer sein Geschäft, das wissen wir. Ey, guck mal, hier ist Fendi. Ey, das ist einfach Fendi. Oh mein Hallo. Gott. Fendi macht gerade Puller. Fendi macht Kaka und Puller. Oi. Ich schau gerne Fendi zu, oder? Wie sie auf Toilette ist. Ey, Fendi ist einfach direkt hier neben mir unten. Das ist so süß. Ich sehe sie zweimal gerade. Ey, Leute, das ist so süß. Oh mein Gott. Komm, Hallo. Barry. Komm, wir gehen jetzt runter, Barry. Komm. Wir buddeln jetzt, schau mal, ne? Genau, wir buddeln jetzt uns runter, Leute. So gelangt man zum nächsten Level. So, schauen wir mal. Oh, wow, was ist denn hier los? Aha. Guck mal, da vorne sind so pinke Treppen. Leute, wenn ihr Barry spielt, dann wisst ihr immer, dass es dann so eine Lava-Level gibt, so wie jetzt. Zum Beispiel, man muss halt vom Gefängnis ausbrechen und ja, dann gibt es dann halt immer so Lava drunter und ja, das musst du dann so überqueren. Boah, das war jetzt knapp. Ey, das ist mega schwer, Janze. Ich habe noch nie so ein schweres Level gesehen. Oh, echt jetzt, ne? Das war echt schwer. Guck mal, da sind manche durchsichtig. Pass auf, ja? Oh, ich hab's geschafft. Genau, und da muss man bei jedem Barry-Level hier über die Treppe und... Denkt ihr, ich kann Barry trollen? Barry, komm mal! Ich komme, let's go! Oh! Nein, das ist alles schnell durch. Aufpassen, eins geht gleich kaputt. Oh mein Gott, Leute. Ey, das ist voll schwer. Ich weiß, aber man schafft das schon, Barry. Du musst immer ganz weit nach vorne laufen. So, Leute, da habe ich jetzt schon mal geschafft, das eine Level. Und da, seht ihr das hinter diesem toten Kopf? Da hinten ist alles pink im Mund. Oh, der hat einfach ein pinkes Mund, Barry. Komm. Oh, ich habe es auch geschafft. Ich habe es geschafft. Oh mein Gott, let's go. Okay, jetzt aufpassen. Oh, hier musst du aufpassen. Nicht rau runterfallen. Los, ey, Team Pink Level ist schon etwas schwieriger gemacht. Nein, das ist doch nicht dein Ernst. Ja. Ich glaube, das ist das schwierigste Barry's Prison, was ich hier gespielt habe. Oder? Das ist richtig cool. Das macht voll Spaß. So, Barry, wir müssen heute noch ausbrechen. Wir müssen bis ans Ende kommen. Los. Ist mir egal, wie lange das jetzt dauert. Genau, mir ist es auch egal. Wir müssen es jetzt schaffen. So, ey, Leute, wisst ihr, das ist richtig cool hier bei Barry. Ja, dass wir überall immer Fendi haben und überall immer so viel Pink haben und unser Barbie-Car auch immer überall sehen. Ey, Leute, das ist aber auch schwierig. Das, ey? Ja. Machst du das auch immer so, wenn es knapp wird, dann drückst du richtig doll auf die Taste? Ja, das mache ich gerade die ganze Zeit, Barry. Leute, spielt ihr eigentlich auch Roblox? Ey, Barry? Boah, so, jetzt schaffen wir das, okay? Concentration. So, Barry, Konzentration. Wow, ich hab's geschafft, Barry, wo bist du? Ja, ich komm gleich, ich komm. Leute, Barry erlaubt sich hier andauernd ein paar Pausen, ne? Guck mal, unsere Mitspielerin, die wartet ja schon auf uns. So, schau mal, ob die Kugel kommt. Ich geh einfach schnell, aber... ich hab's geschafft, Leute. Ich komme. Okay, Barry, ich geh schon Barry mal rüber. Barry wurde überrollt. Nein, egal, Barry, komm, beeil dich. Los, Leute, bevor die Kugel kommt. Oh, ich bin jetzt drinne. So, ey Leute, kommentiert mal, spielt ihr eigentlich auch alle Roblox? Also, ich liebe Roblox, ne? Ich liebe Roblox. Roblox, bestes Spiel ever, ich sag's euch. Leute, in Roblox kannst du ja nicht nur Barry spielen. Oder du kannst da nicht nur Junzels Barry Obby spielen. Du kannst auch richtig verschiedene andere Sachen spielen. Und auf meinem Gaming-Account, da spiele ich immer richtig viele crazy Sachen. Auf jeden Fall. Und Leute, sobald Janzel euch zeigt heute, wie man auf diesen Barry's Prison von Janzel spielt, dann werden sie, glaube ich, nur noch das Spiel vertraut. Ich glaube auch, ey, das ist so cool. So, auf jeden Fall, guck mal. Oh, da ist ein Janzel mit einem Doppelkinn. Oh nein, Barry, wie die aussieht. Oh, die hat einfach ein Doppelkinn. Oh mein Gott. Das ist die dicke Janzel. Ey, das ist die dicke Janzel. Die ist böse, los, die ist ganz böse. Die ist richtig böse, so. So, als erstes muss man hier, Leute, bei dem Level öffnen und dann müsst ihr sie ausweichen. Aber egal, wenn ihr schon mal dieses eine Drehding geöffnet habt, dann könnt ihr da eigentlich schon durchrennen, ne? Weil dann ist das Tor da hinten offen. Seht ihr das? Das Tor ist jetzt hinten offen. Oh, erstmal muss ich bin schon da. Ich muss sie ablenken. Aber warte mal, die stellt sich genau vor meine Tür. Geh weg da, geh
Wenn du das schaffst, Janzel, kommen da richtig coole pinke Kugeln. Ey, dein Ernst, hast du es schon geschafft? Ich hab's geschafft, Barry ist gerade besser Alter, als du. Einfach, Janzel hat sich vor diese Tür gestellt und deswegen konnte ich nicht durch. So, okay. Was mach ich jetzt mit diesen Dingern? Einfach hochspringen, einfach hoch. Oha, oha. Oh, das ist ja mega schwer gemacht. Wow. Alter, Leute, das ist ja nicht einfach. Hier war immer das eine Treppe. Jetzt genau. Sind hier einfach so eine Kugeln. Oh, oh Mann, Janzel, wegen dir bin ich runtergefallen, ey. Ich hab's gesehen. Tut mir leid, Barry. Ey, Leute, ich stand einfach vor Barry. Das Ding hat er das jetzt nicht geschafft. So. Ey, Leute, lasst mal 5000 Likes unter diesem Video. Liked mal jetzt alle dieses Video. Dann spielen wir hier dasselbe noch einmal, aber mit Lami. Leute, wollt ihr das? Habt ihr Lust darauf? Dann können wir das mal machen. Ja, Janzel, das ist voll schwer, Mann. Ey, Barry, ich sehe einfach, wie du ganz unten bist. Das ist gerade dein Ernst. Oh, Janzel, ich hab richtig Stress gerade, Mann. Barry, alles wird gut. Kein Stress machen. Kein Stress machen. Genau, ja. Geschafft, sehr Jawohl. Gut gemacht. Siehst du, Barry? Man schafft das, Leute. Wenn ihr denkt, ihr schafft das nicht, dann gebt nicht auf. Das ist nicht so schwer. Das kann man wirklich durchspielen. So, jetzt gehen wir auf jeden Fall hier hoch. Da müssen wir hier raufdrücken. Und ja, dann werden wir auf jeden Fall nach oben gefahren. So, einen Moment. Manchmal bleibt das immer hängen und danach geht's erst los. So, jetzt. Let's go. So, jetzt, Barry. So, gleich bekommen wir auch wieder einen Speedrun. Leute, nach diesem Level hier, so, kommen wir jetzt hier rüber. Guck mal, hier sind Ey, da steht schon Barbie Speedrun. Boah, hier steht sogar Barbie Speedrun. Stimmt, Barry, das habe ich gar nicht gelesen. So, wir nehmen uns jetzt hier ein Speedgetränk. Oh, da hinten warten auch schon Barbie-Cars auf uns. Bist du bereit? So, ich bin bereit. Okay. Ich bin richtig schnell. Und los, Barry, komm jetzt. Los geht's. Wow. Let's go. Leute, guck Let's mal go. Hier. Wow, Barry, guck mal, wir können hier Einfach ein Barbie-Auto, Mann. Wow, das ist so cute. Oh mein Gott, schau mal, hier steht doch überall Barbie. Oh, Leute, das ist die coolste Barry's Prison, was ich jemals gespielt habe, ey. Wow, mega, Barry, ich feuer das. Oh, schau dir mal das an, das sind Barbie-Verpackungen. Hey, das sind Barbie-Verpackungen, wo die Janzel eigentlich drinnen lebt. Ey, Leute, das ist so krass. Genau, Janzel lebt eigentlich in so einer Barbie-Verpackung. Oh mein Gott, das ist so cool. Barry, nicht ins Barbie-Car reinsteigen, komm jetzt. Ich will immer Auto fahren, Janzel. Das merke ich schon. So, auf jeden Fall sind wir jetzt auch schon wieder beim nächsten Level. Hier muss man immer hier aufs Respawn-Knopf drücken und dann sich die Leiter hier wegnehmen. Wenn ihr euch diese Leiter genommen habt, dann braucht auf jeden Fall aber auch den Platz. Da darf sich jetzt der Barry auch nicht dazwischen stellen. So, der Barry kommt mit der Leiter, der kommt. So, ich habe es durchgeschafft. Und jetzt müsst ihr diese Leiter nehmen. Und Leute, ich mag das gar nicht. Ich kann nicht so gut Leiter klettern. Aber auf jeden Fall müsst ihr das hier drunter tun. Und dann lässt ihr das da. Dann klettert ihr jetzt hier rauf. So, Barry. Ey. Was denn? Das ist meine Leiter. Das war meine Leiter. So. Und dann müsst ihr da hoch, Leute. Da hoch. Und das ist immer nicht so einfach, Leute. Das ist echt schwierig. So. Es kann sogar sein, dass ich die Leiter ein bisschen zu schief hingestellt habe. Aber wir testen mal. Nee. Okay, Leute. Ich hab's jetzt auf jeden Fall geschafft. So. Oh mein Gott, jetzt... Oh, fast wäre ich wieder rückwärts reingefallen. Oh, da hinten ist es richtig pink. Und schneit es dort oder was passiert da? Aber wartet mal, wo ist unser Barry? Leute, Barry, bist du noch komm, da? Komm, Barry kommt, Barry kommt, Barry kommt. Ah, der Barry ist auch da. Okay, komm jetzt, komm jetzt. Oh, aufpassen. Oh, aufpassen. Aufpassen, hier ist es richtig windig. Und obwohl es geht, Barry. Gas, erzähl. Es geht, komm, gib Gas. Aber du musst aufpassen, nicht, dass ein Holz kaputt geht und du runterfällst, verstehst du? Bei mir war alles gut. Ist bei dir was passiert? Ich hab's geschafft. Okay. So, als nächstes, genau, das ist wieder unser nächstes Level, dann müssen wir jetzt da hochklettern. So, Barry, wir schaffen das. Komm, bist du ready? Ich bin ready. Okay, na dann klettern wir jetzt mal hoch. Oh, Leute, bin direkt runtergefallen. Hast du aber gesehen, da unten war einfach so ein pinkes Lavawasser. Oh mein Gott, so. Nochmal. Barry, ich hab dich gesehen, wie du runtergeflogen bist. Oh mein Gott. Voll so. Blöd. Das ist voll schwer. Ey, das ist mega schwer, Leute. Das ist wirklich das schwerste Barry, was ich jemals gespielt habe. Aber ey, auch gleichzeitig das allerschönste Barry. Oh mein Gott. Ey, Leute, was ist das denn für ein Gefängnis? Einfach ein pinkes Gefängnis, ne? Mega cool. Mann, Barry, das ist voll schwer. Barry, komm. Ohne dich kann ich hier nicht weiter. Los, Barry.
keine Doppelsprünge machen. Konzentriert. Okay, du musst mir mal jetzt ganz kurz erklären. Okay. Muss ich auf das Gebogene rauf oder wo muss ich rauf? Das wäre ein Gebogene, Barry. Oh mein Gott, Leute, endlich hat Barry jetzt auch mal geschafft. Ah, es hat Stunden gedauert, ey, ja, Barry ist jetzt da. Ey, Leute, ihr wisst gar nicht, wie lange ich gewartet habe, ne? So, also Barry, jetzt müsst ihr auf jeden Fall diese Ventile öffnen, ohne runterzufallen, so. Aha, ich hab's geöffnet. Aha, sehr gut. Na dann, eins hast du geöffnet, aber du musst drei und öffnen. Jetzt? Du musst halt da jetzt die nächsten zwei öffnen, die sind aber wo sind die nächsten zwei? Ah, ey, Barry, wie hast du es da hochgeschafft? Ich bin einfach so rübergesprungen. Es war voll easy. Wie? Es war easy. Ich schaff das nicht. Ich habe zu kurze Beine. Barry, ich schaff das nicht. Schau mal. Und spring. Ach, jetzt. Leute. Und ich dachte, ich habe zu kurze Beine. So, Barry, wo bist du? Ich gehe jetzt den zweiten aufmachen. Der ist ja hier. Genau, den zweiten, denselben, den mache ich jetzt auch auf. Oh, aber wo ist der dritte? Ey, wie fällst du da nicht runter andauernd? Weißt du, du musst auf dem pinken Rohr noch ein bisschen laufen. Danke. Ach so. Ey, du musst ein bisschen auf dem pinken Rohr laufen. Ey, Leute, ich bin so... Also, wenn ihr das spielt, jetzt wisst ihr ja, auf dem pinken Rohr laufen, Leute. Das ist doch nicht mein Ernst, ey, wirklich jetzt. So, Barry, und der dritte, der muss irgendwo unten sein, ja? Hier, Jancel, siehst du das da? Ja, ich komm mal her. Das ist der letzte, vertrau mir. Ah, okay. So, ich öffne das mal jetzt. Ja, gut gemacht, Barry. Siehst du? Dankeschön. Und jetzt gibt es einen Trick. Soll ich dir mal einen Trick verraten? Mhm. Jetzt müssen wir nicht den ganzen Weg wieder zurücklaufen. Sondern? Jetzt springen wir einfach mal kurz runter. Barry? Let's go. Dein Ernst, Barry? Ja, aber guck mal, jetzt sind wir einfach oben gelandet. Ah, Leute, das ist ein richtig guter Hack. So, wir gehen mal jetzt hier hoch. Also ich bin ehrlich, der Barry gewöhnt sich schon an das Spiel. Schon, glaube ich, hier gerade besser als die Jancel. Dein Ernst? Leute, kommentiert mal, wen findet ihr cooler, mich oder Barry? Jetzt seid mal ehrlich, so. Sei mal ehrlich, da gibt's doch nur eine Antwort, Mann. Oha, sag mir jetzt nicht Barry. Ja, Logo. Alter, Leute, Barry ist schon extrem frech, ne? Er ist auch voll selbstverliebt. So, jetzt geht's auch schon direkt weiter. Das ist jetzt unser nächstes Level. Pass auf, hier gibt's richtig viel Gas. Immer schön springen, okay? Oh, er ist richtig rutschig, Jancel. Genau, hier ist es richtig rutschig, Leute. Ah! Spring! Hinten muss man richtig aufpassen, ja, Barry? Warn dich jetzt nochmal vor. Aha. So, let's go. Ey, das ist voll schwer. Ich krieg das nicht hin. Go, du musst genau an der Spitze vorne immer. Ah, da, wo es weiß wird, ne? Ja, genau, ab da springst du erst, okay? Oh Mann. Ja, das ist richtig schwer. Und man wartet und dann springt man. Wartet. Ah! Spring. Leute, das ist so schwer. Digga, ich laufe einfach rückwärts. Ich hab's geschafft. Leute, ich hab's geschafft. Ja, ich hab's geschafft. Einfach, ich hab's rückwärts geschafft. Das war gerade so lustig. Oh, Barry. Oh, hier kann man fliegen. Wow. Ich will auch fliegen. Ey, Barry, du musst herkommen. Barry, hier ist ich will auch. Komm her, hier ist es richtig cool. Boah, das hat Spaß gemacht, Leute. Von hier werde ich auf jeden Fall Barry beobachten, wie er springt. Oh mein Gott, Leute, ich glaube, Barry hat das endlich geschafft. Oh, Alter, Barry. Das war so schwer. Ey, Barry, jetzt komm hier hoch, siehst du mich? Ey, jetzt musst du nur springen, guck mal, jetzt fliegst du. Leute, er ist direkt reingeflogen. Ey, Barry, das war wirklich jetzt Weltklasse. Das war wirklich krass, also... Wirklich, wow, Barry, wirklich, muss ich jetzt echt sagen. So, jetzt müssen wir auf jeden Fall weiter ausbrechen. Guck mal, Fendi wartet dort auf uns. Ey, Fendi ist da. Leute, Alter, Fendi ist wie süß ist die denn? Ey, ich geh sie mal streicheln. Ich geh sie auch mal streicheln. Hallo. Die isst uns auf. Wir müssen vor Fendi aufpassen. Ey, Fendi, lass uns los. Ey, komm, Fendi darf uns nicht aufessen. Wir müssen jetzt ihre Leckerli-Suka nehmen. Los! Fendi hat mich umgebracht. Dein Ernst? Ich hab jetzt Barry, ich hab jetzt ihre Leckerli-Suka. Guck mal, ich muss sie jetzt abschießen mit Leckerlis. Guck mal. Ich komme. Fendi, ist ein Leckerli, ist ein Leckerli. Los, Fendi. Ich muss es auch holen. Ich muss es weg. Nein, Fendi hat mich aufgefressen. Ich muss die Leckerli-Suka holen. Okay, jetzt habe ich sie. Fendi, let's go. Ey, Fendi, ey. Ey, Fendi ist so stark, Mann. Die hat mich schon wieder umgebracht. Ey, die ist wirklich...
nicht gut, ne? So, ich will ja nichts sagen, Alter. Aber Alter, hallo? Fendi, iss mal jetzt deine Leckerlis. Ich schmeiß jetzt einfach Leckerlis auf Fendi. Aha. Und dann muss sie so viele essen und dann wird sie irgendwann wahrscheinlich nicht mehr können. Ey, die ist so schnell. Los, Fendi. Die ist so schnell. Mann, meine die ist mega schnell. Maus. Ey, Leute, Fendi ist ja mein Hund, wie ihr wisst. Und ey, sieht das nicht süß aus? Leute. Ey, Fendi ist explodiert, Mann. Dein Ernst? Oh. Alter, Fendi. Was? Sie explodiert, nachdem ich ihr Leckerlis gegeben habe? Ey, Leute, das ist aber nicht echt. Wisst ihr, was ich meine? Fendi ist ja hier, wisst ihr? Leute, ich will nicht, dass es passiert. Fendi, ich liebe dich über alles. Oh, nein. Die letzten Leckerlis. Ich hab's Fendi. Oh, Fendi ist geplatzt. Okay, let's go. Und was haben wir jetzt hier als nächstes? Ey, was ist das, Janzel? Was ist das? Die geht's richtig tief runter. Pass auf, Barry. Was war das? Oha. Alter. Ey, was ist denn das für ein Mega-Level hier? Da ist ein Riesen-Tesla! Alter, da packt einfach ein Riesen-Tesla im Knast! Barry! Da! Schau dir das mal an, ein Riesen-Tesla! Alter, Leute! XXL-Tesla, das ey! Das ist einfach mein Barbie-Kai! Kommt jetzt alle! Wir müssen ausbrechen! Let's go! Ich brauch bei mir zu Hause, in meinem Haus, auch mal so eine pinke Wand. Barry, guck nach oben! Da ist Laser! Oh, das Laser, das ist der Dank für den Tipp. Okay, pass auf, Barry. Und schnell durch. Oh, ich schaff das, Jatzel. Ich schaff das. Ah, ich auch. Ich hoffe, du auch. Ja, geschafft. Ich auch. Wir müssen da rüber. Und, ich bin drauf. Barry, wir sind kurz vor dem Ziel. Wir haben fast ausgebrochen hier. Oh, das sieht schon aus wie das Ende vom Gefängnis. Genau. Jetzt nochmal hier die Leiter hochklettern. Guck mal, Leute. Ich bin hier direkt hinter dir. Ja, mega. Hier auf dem Boden sind auf jeden Fall immer wieder solche Pfeile, die uns dann immer zeigen, wo lang es geht und was wir machen müssen. Guck mal, nimm mal die Leiter und lass sie dann da raus. Ah, okay? Ich verstehe. Genau. So, lass sie mal da unten so. Dann komm mal jetzt mit. Nimm dir jetzt eine Leiter so. Jetzt pack sie dann so, oh Gott, pack sie dann so, dass du halt darüber klettern kannst, verstehst du? Ah, so. ja, ich hab verstanden, Satze, also. Genau, so. Ah, ich hab bis jetzt alle drei auf den Boden geschmissen. Du kannst sie aber respawnen geben. Achso, okay. Auf jeden Fall, irgendwie so muss das jetzt hier drauf, genau. Achtung. So, Achtung, ey, Leute, hier muss man richtig aufpassen. Da unten wartet schon pinkes Lavawasser auf uns mit solchen pinken Stacheln. Leute, das ist... Oh, das war ja knapp jetzt hier, wirklich. So, jetzt noch einmal und... Ja! Nein! Oh, fast wäre ich runtergefallen, ja! Alter! Fast wäre ich runtergefallen, Barry, das glaubst du mir gar nicht. So, und jetzt? Oh nein, Fendi-Bot! Oh nein! Oh, Fendi-Bot ist der Endgegner, Janzel. Leute, nein, Fendi ist der Endgegner. Also Fendi ist ja vorhin, ist ja Fendi explodiert. Oh mein Gott, ja. Aber die hat sich als Fendi-Bot wiederbelebt. Oh mein Gott, Leute. Und die ist richtig stark, ne? Die ist richtig stark. Los. Oh, Leckerlis. Los, Fendi, iss die Leckerlis. Ey, Fendi-Bot kriegt doch gar keinen Schaden. Was ist denn hier los? Doch, sie kriegt wirklich richtig viel Schaden. Ah, sie schießt auch mit Laser. Alter, Fendi. Aufpassen, Leute. Alter, sie ist richtig gut. Oh, Fendi-Bot, ey. Oh, Fendi-Bot, ey, sie ist so stark, wie sie ist, ne? Alter. Barry, ich hab dich gerade gesehen. So. Ey, Jatzel, das ist echt schwer. Fendi-Bot ist echt ein extrem schwieriger Gegner. Ja, das stimmt. Bei mir kriegt sie so schwer Schaden. Ey, man muss auch hier springen und sowas, ne, über Laser. Oh, Jatzel, die ist richtig schwer. Ja, die ist richtig schwer. Leute, das ist wirklich nichts für Leute, die noch nicht so viel Ahnung haben vom Barry. Oh, los, ist die Bananen, ist das auch, Fendi, los. Die kriegt ja kaum Schaden, Mann. Ey, bei mir, ich schaff das auf jeden Fall. Wirklich? Ja, Barry, komm jetzt, du schaffst das auch. Ich hab schon mal einen Arm von ihr kaputt gemacht. So, und danach... Die kriegt bei mir viel zu wenig Schaden.
Ey, Leute, das ist so unmöglich. Keiner schafft es, gegen Fendibot zu gewinnen. Das heißt wohl, dass wir jetzt hier im Knast bleiben müssen. Aber, ey, ich muss sagen, also du hast mich damit ja gerade überrascht. Das sieht geisteskrank geil aus. Ja, oder? Oh mein Gott. So Megaboxen, Stardrops, dann außen Burger Pommes, Brawler und ich einfach. Oh, ich sehe das jetzt erst. Leute, seht ihr das da hinten? Oh mein Gott. Das ist ey, Lukas, so guck mal. Hier hängt sogar ein Poster noch von dir, ja, richtig? Ja, mein YouTube-Profilbild. Aber ey, wieso habe ich so einen dicken Bauch, Chancel? Ey? Ach so, ja, Barry hat immer so einen dicken Bauch. Und aha, du musst aufpassen. Du darfst nicht von ihm gefangen werden, von Lukas Barry. Ja, ja, okay. Eigentlich, also ich habe jetzt Angst vor mir selber. Oh mein Gott. Ja. Leute, guck mal einfach, hier sind diese Mystery-Boxen. Mhm. Wie nennt man das nochmal bei Brawl Stars? Ja, Megaboxen. Megaboxen, boah, wie krass ist das denn? Boah, Leute, ey, schaut auf jeden Fall bis zum Ende. Dann sage ich auch, wie ihr hier Lukas seine Map spielen könnt, ne? Deswegen bleibt jetzt alle dran. Ja, so, jetzt rein mit uns. So. Ey, also Leute, ihr müsst alle dafür ein Like da lassen. Das ist geisteskrank. Also genau, ey. Das ultra, sieht so ultra krass geil aus. So, jetzt bin ich mal gespannt. Boah, guck mal. Hier sieht aus wie Brawl Stars. Das, ne? Boah, voll so geil, diese ganzen rot, Farben. Gelb. Oha. Mega, mega geil. Ey, das ist doch von Brawl Stars Logo, oder? Warte mal, was ist denn da oh, unten? Nein. Oh, ich bin richtig schlecht. Da, aber guck mal, da wo du reingefallen bist, ist irgendwie so ein Brawl Stars Spieler. Lol, siehst du das? Das ist so ein riesen Search. WTF? Wie heißt der Search? Ja, das ist so ein legendärer Brawler. Legendärer Brawler, boah, ist das cool. Boah. Ey, das ist mega, ey, mega geil hier. So, eigentlich will ich hier gar nicht ausbrechen. Ja, echt jetzt? Ja, das dachte ich mir auch bei meiner Hobby. Ey, so crazy. So, jetzt geht's auf jeden Fall weiter. Lukas, hier erwartet dich jetzt auch natürlich noch viel mehr. Ey, also wirklich so langsam. Ich weiß auch nicht, was hier los ist. Ich bin echt Roblox-Noob. Leute, ich bin auch nicht gerade der Beste. Man kann das immer nicht einschätzen, ne? Diese, wie weit das weg ist und sowas. Ich weiß auch nicht, wann ich so genau springen muss. Ich bin noch nicht so der Experte, aber... aber das ist ja... Oh, die Map ist ja mal die beste, die ich je gespielt habe. Wirklich. Echt, oder? Leute, wie krass ist das denn? So, jetzt auf jeden Fall müssen wir hier diese Treppen freischalten. Und jetzt, ey, ich sag dir, das wird schwer. Und pass auf, da unten sind so... Oh, oh, das sind so Spitzen. Oh. Ja, oh mein Gott. Oh, ich hab's auch geschafft. Ja, ich hab's. Nein! Oh nein, du bist runtergefallen. Diesmal warst du besser. Ja, diesmal war Lukas besser als ich. Leute, kommentiert mal auch ihr. Spielt ihr eigentlich auch Roblox? Und wenn ja, was ist eigentlich eure Lieblingsmap? Ja. Würde ich auch gerne mal wissen. Und die Leute sollen auch mal reinschreiben, ob ich mehr Roblox spielen soll. Ja, oder? Leute, soll Lukas mehr Roblox spielen? Ja oder nein? Hey, Lukas, du bist schlecht, dabei? Ich bin. Ja, ich kann's nicht einschätzen. Nein. Das sieht so weit aus, aber irgendwie ist es auch ganz nah. Ich weiß auch nicht, ey, wirklich. Ey, frag nicht, Lukas, wirklich. Ich bin nicht der allergrößte Pro. Oh nein. Komm, jetzt schaffst du es. Jetzt schaffst du es. Ich schaff das hoffentlich jetzt so. Konzentration. Oh, Leute. Oh, Lukas, deine Map ist wirklich nicht einfach. Denkst du, ich schaff das jetzt, mein letzter Sprung jetzt? Du schaffst das, oh mein Gott. Oh mein Gott, es sieht so weit aus. Okay, und mit Anlauf. Ja. Ja, ja, zum Glück habe ich es geschafft. Okay. So, jetzt schauen wir mal, was uns noch erwartet. So. Und? Oh, oh. Jetzt sind wir bei der Hauptobby. Jetzt musst du vor dir selbst aufpassen. Oh, da sind ganz viele Burger Pommes und LOL. Ey, oh mein Gott, da komme ich. Was soll ich machen? Ja, komm. Digga. Oh mein Gott. Oh mein Gott, mit seinem Schwabbelbauch. Oh mein Gott, hier sind richtig viele Brawler. Nein. Guck mal. Hast du Er hat du hast mich auch gefangen, du hast mich auch gefangen. Oh nein, okay, okay. Oh mein Gott, also wir müssen auf jeden Fall den Knopf da unten drücken und danach direkt die Treppen hochrennen. Okay. Let's go, oh, let's da go. Da kommt jetzt schon mit der Megabox in der Hand. Ey, der kommt jetzt schon. Mann, ey, das ist dein Ernst. Na, los, ey. Los, ey, guck mal, hier ist ein Poster, da ist einfach Burger Pommes, überall ist Burger Pommes. Guck ach, so mal, komm geil mal hier hin. Oh mein Gott, ganz schnell drücken den Knopf, komm. Los, nein. Du schaffst das. Leute, ich beobachte Lukas. Der kommt immer sofort her. Ey, aber wie lustig das aussieht. Du hast einfach so eine Tasche in der Hand, so eine Megabox einfach. Ey, let's go. Wieso kann ich diesen Knopf wieder nicht drücken? Oder habe ich den schon gedrückt? Wenn du einmal gedrückt hast, dann ist der schon offen. Dann kannst du direkt die Treppen hoch. Richtig. Ja, ja. Leute, wie oft hat der das denn jetzt gerade hier versucht? Ja. Los, Lukas, los, ich sehe dich rennen. Oh, ich renne. Los. Oh mein Gott, er kommt auch die Treppen hoch mit seinem Schwabbelbauch. Oh, mein Gott, ja. Oh, let's go. Ich bin da.
Ey, schau dir mal noch diese Poster an. Boah, sei mal ehrlich. Das sieht richtig lecker aus, oder? Es sieht so lecker aus. Ich habe gerade richtig Lust darauf, das zu essen, oh, ja, ey. Wie kann das so, boah, saftig, so saftig und knusprig sein? Burger, Pommes auf die Eins. Pack die Pommes in den Burger rein. Oh, oh, lecker, ey, wirklich. Hast sag du mir, ich bin runtergefallen. Hast du gegessen eigentlich? Natürlich habe ich das mal gemacht. Wir hatten mal so ein Video zusammen gemacht und da hattest du mir mal die Aufgabe gestellt, stimmt, dass ich mal Burger Pommes essen soll. Stimmt. Ja, ja. Und genau da waren wir ein erstes Mal Burger Pommes essen. Boah, und das war so lecker. Also ich hab nur die Stelle gesehen mit dem Kino und so weiter, aber das habe ich noch nicht gesehen gehabt. Ey, das mit dem Burger Pommes, es war so lecker, wirklich. So. Das okay, wer ist denn das jetzt? Auf der Darmtoilette? Nein, eigentlich nicht. Aber hier ist Jessie. Jessie? Oh. Jessie, was sucht sie denn auf Toilette? Ey, da hat jemand Burger Pommes ins Klo gemacht. Ey, wer war denn das, ey? Ey, richtig schlimm, ey. Aber Lukas, sei nicht böse, weil ich meine, hallo, hier sind Gefangene drin. Du weißt doch, wie die immer reagieren. Die sind immer richtig böse und wollen dich immer nerven und so. Die sind halt Gefangene. Egal. Oh. So, boah. Ja, die, bei den Türen ist jetzt hier nichts. Okay, wir müssen jetzt hier runter, Modell. Oh, da stinkt's. Da hat jemand ein bisschen Pupu gehabt. Ja, so. Ey, guck mal, jetzt sieht's richtig krass aus. Ich habe noch nie so einen Boden gesehen, wo ich im Burger Pommes reinbuddel. Ich habe das noch nie gesehen. Ist ja voll krass. Alter, übelst. Bin ich mal gespannt, was uns da unten noch erwartet. Oh, hier sind die Plüsch-Burger Pommes einfach. Ist ja geisteskrank. Ey, ist das nicht schon dein Merch gewesen? Ja, die sind voll weiß. Alter, ey. Und guck mal Lava an. Lava ist einfach Burger-Pommes-Logo. Ist voll geil. Alter, mega. Let's go. Oh, das ist richtig geil. Bringen wir mal hier rüber. Alter, das sieht so gut aus, Leute. Ich glaub's einfach nicht. So, jetzt müssen wir mal hier rüber. Du musst auf jeden Fall aufpassen. Hier sind so durchsichtige Brücken oder was auch immer. Ist eine Leiter, was auch immer das ist. Oh, nein. Oh, hast du auf das Durchsichtige getreten? Ja, ich bin da reingefallen. Oh, Mann, in die Burger Pommes Lava. Und wie war das Gefühl, als du da drinnen warst? Lecker. Oh, ja. Lecker und heiß, aber beides. Ja, ist gerade frisch frittiert, weißt du, was ich meine? Ja, ja, ja. Deswegen. So, komm, Lukas, du schaffst das. Nicht zittern. Sei nicht aufgeregt, ja. Ja, ich bin echt aufgeregt hier. Oh, ey, glaub mir, ich bin auch aufgeregt. Spiel auch Lukas Brawl Stars hier, Barry. Spiel ich auch gerade zum ersten Mal. Ah, oh, wieso sind die so, jetzt sind die wieder ganz. Genau, genau, die Brücken gehen immer kaputt. So kann man auch Leute trollen, weißt du? Ja. So, was ist denn hier jetzt? Guck mal. Ey, da ist einfach ein Totenkopf und schau dir mal die Augen an. Lol. Alter, einfach Lukas, dein Gesicht. Ja. Ey, voll krass. Geil. So, jetzt gehen wir mal weiter. Ey, du weißt, jetzt gleich kommt der nächste Endboss. Also, das ist jetzt der erste Endboss, der kommt. Obwohl, Barry war ja auch irgendwie ein Boss, oder? Ja, Barry wollte ja auch nicht, dass wir ausbrechen. So. Das war der Burger-Pommes-Boss. Genau, genau. So, jetzt müssen wir erstmal warten. Die Steine sollen sich mal hier rollen. So, jetzt schnell rüber. So, zack. Und geschafft, sehr nice. Auf jeden Fall, Lukas, ich muss dir mal was sagen jetzt, ja? Ja. Wer ist eigentlich dein größter Feind? Also hast du so einen Feind im YouTuber-Bereich? Boah, mein größter Feind? Ich glaube, der Eierkopf. Ja. Ey, soll ich dir mal was sagen? Ich glaube, dass der Eierkopf dein Feind wird. Ich habe so ein Gefühl, weil... Ja, natürlich, weil das ist ja am Ende... Ist dieses Barry-Level genau für dich gebaut? Weißt du, was ich meine? Und ein Bösewicht kommt! Oh, das ist euer Kopf! Er hat mich! Was? Alter! Wie denn so schnell? Ich muss den Musikvideo zerboxen jetzt! Ja, safe! Guck mal, der hat so Boxhandschuhe an und so. Ey, Lukas, komm hier lang! Schön. Lukas, hier lang! Du musst hier dieses Ding da drehen! Komm schnell! Dreh das, los! Okay, ich hab's, ja? Pass auf jetzt! Oh mein Gott, ey! Oh, jetzt hier schnell rein! Ey, ich hab so ein Glück! Er hat mich! Okay, Mann, ey. Also, bist du schon weitergekommen auf den Treppen? Nee, bei mir sind das so rote Kreise. Genau, rote Kreise, richtig. Diesmal sind es rote Kreise. Weißt du, was man jetzt machen muss? Auf die roten Kreise rauf und dann da drauf springen, genau. Das sind quasi so Eierschalen vielleicht. Genau, ich glaube auch, dass so Eierschalen sind. Passt ja perfekt zu Eierkopf und sowas. Ja. Die Schale ist kaputt gegangen vom Eierkopf, so ein Ding. Ja, genau. So, jetzt müssen wir auf jeden Fall hier hoch. Und du weißt, das war nicht dein einziger Endboss. Da kommt gleich noch einer. Noch einer? Noch einer. Dann bin ich mal gespannt, wer das ist. Oh mein Gott. Weißt du, wer das bei mir war? Ich habe ja auch dasselbe Spiel. Mist, ich bin einfach runtergefallen. Ich habe ja auch dasselbe Spiel. Bei mir war es einfach mein Hund. Oh, ja. Okay. Mein Hund war einfach mein Erzfeind. Weißt du, was ich mir vorstellen kann? Was denn? Ein Burger ohne Pommes. Oh!
Das könnte auch sein. Ey, das könnte auch sein. Du bist so schlau. Ja, ich, genau, ich weiß so es etwas. Natürlich nicht. Okay, ich auch nicht. Diesmal bin ich mal gespannt, aber... ich bin so schlecht, Lukas. Mann, ich bin so schlecht. Mann. Ich warte auf jeden Fall. Leute, Mann. Eierkopf kriegt mich gleich nochmal. Der sieht ja, dass ich hier unten bin. Weißt du, was ich meine? Ja, das stimmt. Aber ich habe den jetzt schon zweimal besiegt. Einmal im Musikvideo. Oha. Und jetzt nochmal. Oha. Ja. Hallo, krass bist du. Mein Gott, du bist bestimmt schon oben und schaust mich an, oder? Ja, ja, ich guck die ganze Zeit. Der Eierkopf wurde wie Boxsäcke zersmashed. Ey, ich hab jetzt Angst, ich hab Angst, ey. Dein Barry ist ja wirklich nicht so leicht. Vor allem diese Kreise, die sehen auch so durchsichtig aus. Oh, sehr gut. Geschafft. So, jetzt geht's weiter. So, jetzt müssen wir mal hoch. Ey, jetzt kommt dieser Speedrun. Oha. Oh mein Gott. Bei dem Speedrun kommen eigentlich auch richtig krasse Sachen. Aha. Bei meiner Berry Island, da war so mit Barbica und sowas alles. Oh, okay, krass. Jetzt bin ich mal bei dir gespannt. McDonald's, okay. Oh, cool. Boah. So, jetzt erstmal trinken. Alter, guck mal hier. Kannst du erstmal so einen McDonald's-Smoothie holen. Oha, wie geil. Ist ja richtig heftig. Sind so, diese Tabletts sind das, ne, von McDonald's. Ja, ey, schau mal, da oben ist sogar so eine Liste, was du alles bestellen kannst hier. Oh. Ja, wenn du jetzt bei McDonald's wärst, was hättest du dir bestellt? Boah, ich glaube so Cheeseburger, also so ein Happy Meal. Dann schön, weißt du, die Pommes in Burger rein. Vielleicht noch so Chicken Nuggets extra mit süß-sauer. Oh, lecker, süß-sauer. Oh nein! Ich bin ist auch runtergefallen! Ins Braune, was auch immer das ist. Das da unten sind so Stühle. Du weißt doch, wenn man sich zu essen bestellt, dann geht man setzt man sich so hin auf diese Stühle und so. Was ist eigentlich dein Lieblingsburger bei McDonald's? Mein Lieblingsburger bei McDonald's, glaubst du mir jetzt, ist einfach Chili Cheese Burger. Boah, Chili Cheese, okay, krass. Ja, ich das Ding ist, ich liebe scharf und normal. Deswegen. Oh, jetzt schnell noch über die Pommes. Auch diese Bulldog-Nudeln dann. Ey, ich liebe Bulldog-Nudeln. Ich bin verrückt nach Bulldog. Du weißt ja, da gibt's so eine rote Soße, ne? Ja, ich habe das erste Mal die ganze Soße reingemacht. Es war viel zu scharf. Nee, also die ganze Soße ist für mich wirklich eine Standardportion. Was? Wirklich, wirklich. Ich liebe scharf, Leute. Kommentiert mal, ist die eigentlich auch scharf oder nicht? Leute, das würde ich auch gerne wissen. Ja, ey, ich bin so verrückt nach scharf. Oh, jetzt muss ich hier die Leiter holen. Ey, das kann ich gar nicht gut, weißt ja. Leute, bei jedem Berry, ich passe da gar nicht durch. So, jetzt. Ey, warte mal. Und jetzt? Wo muss man die jetzt hinbringen? So, jetzt packen wir die hier nach links hin und dann müssen wir ja hochklettern. Hier oben, ne? Oh Gott, ja, Mann, das ist so schwer. So, ey, ich hoffe, ich schaffe das diesmal. Ich weiß noch, Leute, letztens, sei mal ehrlich, Lukas, wie lange habe ich dafür gebraucht? Ja, sei mal ehrlich. So, ich glaube, 10 Minuten. Du hast meine Leiter weggeschubst. 10 Minuten? Ja, oder? Hör auf, als ob ich so lange gebraucht habe. Doch, ich glaube schon. Doch, ich glaube auch, Leute, ey, es war so schlimm. Oh. Kommentiert mal, könnt ihr das mit der Leiter gut? Mann, ich kann das gar nicht, habe ich das Gefühl. Oh. Ja, bei mir ist aber auch gerade ein bisschen schwer. Boah, es ist halt nicht einfach, weißt du, aus deiner Hobby hier auszubrechen, ist es nicht einfach. Oh mein Gott, ich glaube, ich muss den nochmal verschieben ein bisschen. Ich glaube, ich auch. Meins ist einfach zu weit aber, weg. Aber siehst du meine Leiter auch? Nee, ne? Nee, die sehe ich leider nicht, weißt du? Ja, schade. Oh, ich hab's. Ja, ich auch. Ich bin genau hinter dir. Let's go. Alter, was ein Glück. Oh, ein Champions League. Was? Na, das sind so Champions League Ronaldo. Pokale. Ronaldo. LOL. Guck mal, du hast sogar Ronaldo an heute. Ja, irgendwie das Oberteil nicht, warum auch immer. Ja. Ja, Roblox-Oberteil, aber ist okay. Stimmt, Leute, manchmal passiert das. Ja. So, jetzt gehen wir mal hier rüber, let's go. Guck mal, der Boden ist so grün wie Brasilien und so. Einfach, ich glaub's nicht, Leute, da oben ist einfach ein Ronaldo-Poster. Oh, dieser Boden geht ein bisschen weg manchmal, ne? Stimmt. Komm schnell rüber, komm schnell. Ey, das war einfach sowas wie eine so portugiesische, so ein portugiesisches Level jetzt. Guck mal, stimmt. Ne? Stimmt, das ist so diesen Portugal-Farben. Und da ist einfach ein Kopf von Ronaldo. Genau. Ja, oh mein Gott, da oben, Leute. Das ist einfach ein Ronaldo-Kopf. Ey, Leute, lasst mal ein Like da, wenn ihr diese Obby cool findet. Das ist einfach die Lukas Berry Obby, ey. So lustig. Vor so allem, witzig. Ja. Da ist bisher alles drin, was ich mag. Also es fehlt oder? Es fehlt nur noch Lamborghini eigentlich. Oh mein Gott, du hast recht.
Du hast recht, aber ich sag dir mal was. Da wird safe noch ein Lamborghini kommen. Glaubst du? Da wird auf jeden Fall, weil, wie du es gerade gesagt hast, da ist wirklich alles, was du magst. Und sogar deine Feinde sind hier, also deine Endbosse. Und ja, ich glaube, dein Lambo kommt auch gleich. Weil bei mir war mein Barbie-Car ja auch drin. Weißt du, was Stimmt. ich meine? Ja, ja. Deswegen, also, ich sag dir, Lukas, gleich kommt auch noch dein Lambo. Boah, ich jetzt bin gespannt. Hoch. Ah, so knapp immer, ey. Echt jetzt? Leute, wieso das war schon schwer hier mit dem Ja, unnormal. Ich bin auch immer so aufgeregt. So, jetzt aber. Okay. So, jetzt müssen wir. Hier muss man immer drei Ventile aufmachen, Lukas, ja? Aha, okay. So, das erste Ventil können wir sogar hier unten aufmachen. So, komm mal mir nach. Ja. So. Boah, einfach richtig cool, ey. Hier sind überall so Ronaldo-Poster, Leute. So, erste Ventil aufgedreht. Ja. Let's go. Done. Der zweite, oh Gott, ich bin runtergefallen, es tut mir leid. Du bist mir auch natürlich nachgelaufen, ne? Nee, ich bin oben, ich bin oben. Ah, okay, okay. So, das zweite ist jetzt hier. Ah, du darfst halt nicht runterfallen. Ich hab's. Ja, das ist schwer. So. Und, ja, das dritte ist da unten. Genau, also da musst du eigentlich wieder die Treppen runtergehen. Ich bin einfach runtergesprungen. Oha, du bist einfach runtergesprungen. Richtig gut. Ja, ist richtig gut. Alter, immer wenn ich versuche runterzuspringen, Leute, da verliere ich einfach. Ich bin so ein Noob. Wirklich, kann einfach nicht wahr sein. Sag mal, hier lang. Und dann wieder hoch, oder? Genau, dann wieder hoch. Du hast jetzt alle drei Ventile aufgemacht, oder? Ja. Wow, du bist ja gut. So, mein letztes Ventil ist auch hier oben. Ich bin einfach so ein Profi geworden. Echt jetzt? Oh, so. Manchmal mache ich einen Doppelsprung und da mache ich immer einen Riesenfehler. Dann wahrscheinlich hier hoch. Ah ja, jetzt kann man durch. Genau, jetzt können wir durch. Ja, verstehst du, Leute? Wir haben jetzt alle Ventile ausgeschaltet. Nein, achso, da kann man nicht hoch. Ey, wohin gehst du? Ich dachte, da kann man hochspringen. Nein. Ey, Leute, ist doch nicht Lukas dein Ernst. Er springt einfach in die Luft irgendwo nach draußen. Komm mal her. Du dachtest, man kann da rauf. Ich verstehe. Ja, hier, ja, hochlaufen, ja. So. Ah, okay, verstehe. Boah. Genau so. Und jetzt nur noch hier rüber. Ich sag dir mal jetzt eine Sache. Hier müsste jetzt dein Lambo kommen. Glaubst du? Ja. Also ich bin mir sicher, dass es ab jetzt kommen müsste. Okay, aber jetzt, ich bin jetzt gespannt. Burger Pommes? Ganz viel Burger Pommes. Wir müssen jetzt hier durch. Ey, Lukas, das ist jetzt richtig schwer, ja? Okay. Das ist jetzt richtig schwer. Jetzt werden wir richtig viel Antrieb haben. Richtig viel Luft wird von hinten auf uns so kommen. Okay, und wir müssen okay. jetzt die ganze Zeit über alles springen. Jetzt über die ganzen Löcher, die dort sind. Bist du ready? Okay, ich bin ready. Okay, ich auch. Ein, zwei, go. Let's go. Oh. Jetzt jump. Oh. Jump. Jump. Ja. Yes, richtig gut. Oh, jetzt es weiter. Geht noch weiter. Oh. Nein. Runter. Ich bin da auch runtergefallen, ey. Boah, wirklich. Das ist aber schon schwer. Das ist wirklich schwer. Und danach kommt irgendwas. Da rutschst du dann so runter. Oh, ich hab gesehen, wie du vor mir. Habe ich gesehen, oh mein Gott. Und dann noch einmal. Oh, Leute, das ist echt nicht einfach, ey. Lukas, du glaubst nicht. Manchmal habe ich hier wirklich. Ja, manchmal habe ich hier minutenlang gespielt, weil ich nicht klargekommen bin, wie ich hier weiterkomme, ne? Boah, das ist wirklich sehr, sehr schwer. Ich weiß. Und die machen es uns ja auch nicht einfach, aus deinem Gefängnis auszubrechen. Ja, ja, ich merke das schon hier. Boah. Boah. Ja. Boah. Ja. Ja. Ja, 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 wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. So, jetzt, let's go. Hoch nochmal mit uns. Boah, ich glaube, ich muss echt gleich zu McDonald's gehen. Ich kriege hier echt Hunger. Ey, ich krieg hier auch richtig Hunger. Das kann doch nicht wahr sein. Guck mal, jetzt müssen wir hier einmal springen. Und dann müssen wir hier oben rein. Ey, jetzt kommt die Rutsche. Jetzt kommt die Rutsche. Ich warte auf dich. Das ist ja geil. So eine Wasserrutsche, oder was? So ähnlich. Guck mal, bist du bereit? Obwohl, warte, kommt's hier? Nein, noch nicht. Erst dein Endboss nochmal. Oh mein Gott, hier ist einfach El Primo. El Primo. So, weißt du, was du jetzt holen musst? Komm jetzt her. Du musst schnell die Essensuka da hinten holen. Da ist so eine Essensuka. Ey, guck mal den Boden an. Einfach alles Brawl Stars. Lol, stimmt. Das ist ja einfach so eine Brawl Stars Map. Wie geil. Genau. Guck mal, jetzt holst du dir diese Suka und dann musst du, während du so rückwärts läufst, so hier, musst du El Primo die ganze Zeit abschießen. Er muss das ganze Essen aufessen. So, während du rückwärts läufst. Verstehst du? Ja. Und da musst du natürlich aufpassen, dass du nicht verlierst. Genau, bis er kein Leben mehr hat. Und das hat er gleich nicht mehr. Oh mein Gott. Oh, nicht mehr lange bei mir. Nicht mehr lange. Bitte, ich hab ihn. Ich hab ihn auch. Er ist explodiert. Ja, ich hab ihn auch. Er ist richtig explodiert. So, jetzt kann man auch die Waffe wegpacken. So, jetzt muss aber die Rutsche kommen. Wie macht man die weg, die Waffe? Indem du da unten auf dein irgendwas drückst. Da ist so eine Item, irgendwas. Keine Ahnung, Leute. Ich bin auch nicht gerade die Beste. So, jetzt kommt die Rutsche. Lukas, bist du ready? Oh ja, ich bin ready. Okay, let's go. Oh mein Gott, die ist ja richtig steil. Jetzt schau, wie sie ist.
Oh. Über dein Lamborghini! Was? Alter, oh mein Lukas! Gott. Ist ja richtig geil. Ey Leute, schaut mal, das ist einfach Lukas sein Auto. Wisst ihr noch, als mein Barbie-Car hier drauf war? Alter, Lukas, das sieht heftig aus, oder? Das ist richtig geil. Darf man auf den drauf oder geht das nicht? Leider geht das nicht. Aber warte mal, versuchst du es gerade? Ja, komm, ich versuch's. Versuch mal. Oh mein Gott, oh Gott. Nein! Er ist einfach runtergerutscht. Ja, fast wärst du da drauf, aber sei mal ehrlich, wie sollst du als Super Minion hier dein Auto starten? Du kannst ja nicht mal auf die Pedale drücken. Das stimmt, aber ey, der ist richtig geil, der Lambo. Oder, ey, halt nice halt, ne? Ja, Leute? Richtig nice. Wer von euch findet ein Lambo krass, lässt mal ein Like da. Let's go. Alter. Ah, jetzt kommt ganz viel Laser. Oben. Guck nach oben. Oh, ja, du musst nach oben gucken. So viele Laserschwerter, Leute. Nein! Nicht einfach. Ich bin schon beim ersten gescheitert. Alter, ich hab's gehört. Lukas, nicht dein Ernst. Oh, Baby war richtig knapp gerade. Ich hab's aber geschafft. So. Und ja, ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. So, okay. Lukas, ich warte mal oben auf dich. Ja, ich komme. Ey, Leute, der letzte. Ja, super. Ey, Leute, ich bin ja ein Noob, so. Aber wenn ich manchmal vor jemandem so bin und so, da bin ich auch immer so glücklich, weil ich habe das Gefühl, ich werde immer besser. Wisst ihr, was ich meine? Ja, du bist wirklich gut. Da musst du dir lassen. Ja, ja, echt, danke. Leute, findet ihr auch, dass ich gut bin? Kommentiert mal. So, ey, weißt du, was das jetzt hier ist? Nee. Guck mal, wir müssen jetzt hier hoch. Okay, da gibt es dann so eine Metallstange da unten. Dann kannst du sie nehmen. Du kannst auch alle drei direkt runterschmeißen, damit du nicht wieder hochklettern musst. Ah, okay. So, dann lässt du sie da unten. Dann springst du nochmal runter. Dann hebst du das Ganze auf und dann musst du das hier rüberpacken, so dass du rüberklettern kannst. Verstehst du? Ja, verstehe. Ey, Leute, das ist echt nicht einfach, ne? Ey, Lukas, ich hoffe, wir schaffen das heute noch raus. Oder was ist, wenn dein Endboss richtig schwer wird? Dann werden wir nie aus diesem Gefängnis rauskommen. Boah, ich hoffe, der wird besiegbar. Oh, ich finde meine dritte Planke nicht. Ach so, Lukas, du kannst doch mit einer immer weitermachen. Ach so. Genau, ja, stimmt, genau. Ja, ja, du kannst auch immer mit der ein, weißt du? So. Ah. Ja, ja, jetzt haben wir es geschafft. Das macht so. Sinn. Okay. Oh, Lukas, jetzt kommt dein Endboss. Oh mein Gott, das ist einfach Wer Search. Wer ist das? Search ist ein legendärer Spieler oder sowas? Ja, das ist ein legendärer Brawler, der ist auch sehr stark. Alter, ich sag dir mal eine Sache, das werden wir safe nicht schaffen, aber wir müssen es versuchen. Okay, komm, lass versuchen. Alter, weißt du mal, was? Diese Endbosse, die sind richtig schwer. Wir müssen Search besiegen, pass auf, der hat auch gleich so eine Laserschüsse, Oh mein Gott! Ja. Ey, was ist eigentlich Search? Siehst du das, was wir schießen? Was ist das, was wir schießen? So, ist das irgendwas von Brawl Stars? So Bomben oder sowas, ne? Sind das Bomben? Ja, das sind Bomben! Ja, ich glaube, das ist von Dynamike. Oh! Alter, ich bin mittelmäßig gut, muss ich ehrlich sagen. Alter, der hat mich! Oh nein, wirklich? Ja, wurdest du erwischt? Noch nicht, ich bin noch dran. Oh mein Gott. Ey, Lukas, vielleicht schaffst du es ja auszubrechen. Ich hoffe. Oh mein Gott, ich bin drüber gesprungen. Wie, du bist drüber gesprungen? Nein, er hat mich. Ich hab's gesehen, er hat mich einfach. Alter, Lukas. Oh nein, ich bin hier wieder bei den Planken. Ah ne, also ich muss ja nur durch. Ich hab, glaube ich, eine Idee. Man muss seinen linken und seinen rechten Arm treffen, verstehst du? Ah, okay. Sein linken und seinen rechten Arm, guck mal. Ja, genau, linke und rechte Arm treffen. So, ich habe seinen einen Arm schon mal kaputt gemacht. Verstehst du? Ah, ja. Ja, jetzt, guck mal. Komm schon. Ja, ich hab's geschafft, Lukas. Wirklich? Ja. Oh mein Gott. Oh, nein. Ich hab's nicht mehr bei mir geschafft. Boah, das ist ja richtig knapp jetzt gerade. Alter. Ey, Lukas. Oh mein Gott, ich habe auch den einen Arm. Den einen Arm, ja, aber jetzt war nur noch der letzte, Alter. Oh mein Gott. Ey, Lukas, einfach ein Lambo wartet auf uns. Wirklich? Ja, wir können mit dem Lambo rausfahren, aber du musst es auch. Ja, ich hab's. Hast du? Let's go. Komm mal hier hin. Okay. Oh mein Gott. Ich steig jetzt in den Lambo. Einfach Lambo. Steig ein. Okay, ich steig ein. Let's go. Alter. Ich auch. Und ja. Leute, wir haben es einfach geschafft mit einem Lamborghini. Let's go! Oh mein Gott, das hat so Spaß gemacht. Ey, das war richtig cool. Ja, aber warte mal, warum sind denn hier Pfeile? Ach, das heißt ab in die Freiheit. Ja! Let's go! I love Lami-T-Shirt. Ey, Leute, das sieht so cool aus. Na dann, lass es mal ausbrechen. Und
mal schauen, ob das hier einfach ist, auszubrechen. Leute, ich hatte schon meine Obby, meine eigene Obby, Junsel Obby. Jetzt sind wir einfach in der Lami Obby, Leute, die ist auch komplett neu. Kommst du, Barry? Ja, ich bin auf dem Weg, ich bin auf dem Weg. Oh mein Gott, Barry, schau mal. Das ist einfach so ein richtig wütender Lami. Oh, Lami, ja. Macht mir Angst. Ey, tatsächlich, hier spielt einer mit. Ja. Der heißt, ich mag Lami und der sieht 1:1 aus wie Lami. Wie macht der das? Oha, der sieht wirklich aus wie Lami. Wie macht der das? Oh mein Gott, ich sehe das auch gerade. Ey, Barry, guck mal, hier sind richtig viele Döner. Über die Döner oder Dürüms müssen wir sprechen. Ey, das ist Dönerbrot. Döner? Lami mag Döner. Ja, Dönerbrot, oh mein Gott. Das sieht auch irgendwie so aus wie so ein Wrap-Döner, ne? Wenn du hier bist, dann siehst du auch, dass die gefüllt sind, Janzel. Ja, ich hab ey, da ist Banani. Ey, Banani ist da unten. Hey, Banani. Leute, komm, ja, Banani. Komm, auf drei, wir singen. Auf okay, drei, wir singen. 1, 2, 3. Sing doch! Ich wollte dich testen! Ich bin runtergefallen! Okay, okay. Leute, für immer Hashtag Teampick. Für immer. Woo! So und ich kenn noch das. Banani ist kein YouTuber. Banani ist kein Superstar. Ey, yo, Banani ist ein YouTuber. YouTuber. Ey, das ist ja ein cooles Outfit. Du siehst aus wie ein Arzt. Ey, ich sehe aus wie ein Arzt. Ich hab da nur I Love Lami an. Ey, das ist, ich bin runtergefallen. Ich hab mein I Love Lami T-Shirt verloren. Schade. Egal, komm, vielleicht kriegst du es ja hier irgendwo. Komm, alles ja, gut. Ey, Fake Lami, geh weg. Wirklich, das ist einfach ein Fake Lami. Der egal. Der hat alles an, was Lami hat. Das ist so crazy, oder? Er ist mega Fan. Lass ihn. Ah, ich bin runtergefallen. Oh, ich habe mein I Love Lami Shirt zum Glück noch an. Siehst du das? Wieso hat Barry den denn verloren? Keine Ahnung, Barry. So. Mann. Und doch mal hier rüber. Ey, ich finde das richtig cool, dass hier da die Lampen sind so rosa, die Stacheln sind auch noch rosa. Das finde ich irgendwie richtig cool hier, ne? Ja, aber es ist echt schwer, Jatzel. Irgendwie komme ich nicht hier weiter. Bist du schon weitergekommen? Ja, natürlich bin ich weitergekommen. Ist das so ey, schwer? Ey, du musst mal auf mich warten. Oha, Barry. Ah, Barry. Also, du musst immer ganz weit vorne abspringen, aber das habe ich dir doch schon mehrmals beigebracht. So, Barry, jetzt hast du es endlich geschafft. Alleine. Barry hat es ganz alleine geschafft. Let's go. Ja. So, jetzt schauen wir mal, was uns jetzt hier erwartet. Ich glaube, jetzt kommt die Obby. Oha, hier ist einfach Roblox-Protein. Siehst du das? Oh, Alter. Darf man das trinken, Janzel? Oh, keine Ahnung. Ey, guck mal, hier ist eine Statue von Lami. Lami, komm! Mini Lami, komm! Ah! Mini Lami! Alter! Mini Lami! Ey, wieso hat Lami eigentlich so eine Elvis Presley-Haare hier bei Barry? Gut gefangen, Janzel. Aber ja, Lami, der macht immer ganz viel Haargel drauf. Weißt du? Ah! Aber ey, schau dir mal seine Haare an. Die sind einfach so Elvis Presley, siehst du das? Ja, also viele wissen ja auch gar nicht, was Elvis Presley ist, Janzel. Das war mal so ein Musiker, der hatte so spitze Haare. Genau, Leute, so sieht auf jeden Fall Lami hier aus. So, jetzt gehen wir mal hoch. Guck mal, hier ist ja einfach sein Schulplaner. Ey, ich so hab cool. Auch den Schulplaner von Lami. Leute, den haben wir auch. Und jetzt müssen wir über den Schulplaner rauf. Hast du schon erzählt, dass bald auch ein Schulhausaufgabenplaner von Janzel kommt? Wow, ey, Barry, wieso sagst du das jetzt schon? Leute, ihr habt gar nichts gehört. Löscht die Szene raus am besten aus eurem Kopf. Ey, Leute, bald kommt dein Hausaufgabenheft von mir raus. Das wird so krass. Das könnt ihr dann überall kaufen. Das wird richtig cool. Das wird das Coolste, was ich je in meinem Leben gesehen habe, sage ich dir. Oh mein Gott, aber das sage ich euch schon, Leute. Das sage ich euch schon. Ich mache dann so einen Community-Post und sowas. Deswegen lasst ein Abo da, falls ihr noch nicht abonniert. Und jetzt, guck mal, hier ist Lami sein Freund. Ey, das ist doch Candy. Ja, das steht sogar auf seiner Kette drauf, also wirklich. Hat der sich eingeguckt und ist in die Toilette gefallen oder was? Keine Ahnung. Machen wir mal wieder die Tür zu, Janzel. Ja, machen wir wieder die Tür zu, so. Die geht gar nicht mehr zu. Die geht gar nicht zu, tja. So, dann gehen wir auf jeden Fall hier mal runter. Schauen wir mal, was uns jetzt noch alles erwartet. Buddeln. So. Was ist denn hier? Wow. Guck mal, aha. Ich springe über Bananikarten, über Lami-Karten und so eine Karten halt. Was ist denn hier? Guck mal, Lami hat einfach eine Minibar bekommen. Was? Lami-Minibar? Lami Coke, siehst du das? Ey, der Lami, der trinkt gerne Cola Vanille, Leute. Falls ihr einen Insider wissen wollt, Cola Vanille ist Lamis Lieblingsgetränk. Barry, du kannst doch jetzt nicht hier alles verraten.
Ja, natürlich. Also wer jetzt Berries und Justins Video guckt, der soll ja auch mal ein paar Insider bekommen, weißt du? Leute, Berry verratet echt alles von Labi hier. Also, oh, ich bin in Lava reingefallen. So. Hey, mach so. Platz, Berry. Hey, ich bin selber reingefallen, ne? Ah, ich bin nochmal reingefallen. Okay, so einfach ist das jetzt irgendwie nicht hier auszubrechen, oder? Ja, also schwer. Müssen wir gleich mal vergleichen, was schwieriger war. Junsen Obby oder Lami Obby, ne? Das müssen wir auf jeden Fall jetzt gleich vergleichen. So, also ich komme jetzt zu dir, Berry. Diesmal warst du echt schneller als ich. Wirklich Respekt. Ja, Logo. Sorry, wenn ich hier die ganze Zeit vor dir runterfalle. Tut mir leid. Ja, das ist schon ein bisschen peinlich, Janssen, ja, aber. Ich bin aufgeregt, Berry. So, hast jetzt. Du geschafft. Ey, schau dir mal so. An. Dieser Kopf hier, das ist einfach Banani. Ey, das sind zwei Banani-Statuen. Ja, aber das sollte ja ein Auge sein, verstehst du? Guck mal, hier ist ein Mund und die zwei Bananis sind die Augen. Verstehst du das? Ey, Dante, wo du das sagst, ey, boah, jetzt gehen wir mal in Banani rein. Jetzt gehen wir mal in Banani rein. Jetzt bin ich mal gespannt, was uns da noch erwartet. Jetzt kommt ja auch gleich der erste Endboss. Lass mal schauen, wer der Endboss ist. So. Oh, stimmt. Bei uns war es ja Fendi, der Endboss. Genau, bei uns war es Fendi. Komm, so, jetzt. Ah. Jetzt bin ich mal gespannt. Ey, pass auf die Kugel auf. Pass auf die Kugel auf. Okay, ich pass auf. Oh. Wer könnte eigentlich Lami sein Erzfeind sein? So, wenn wir mal überlegen. Wer könnte Lami sein Bösewicht sein? Ich glaube. Oh nein, das ist, wenn ich mal roll. Oh nee, Perry, da musst du doch aufpassen. Du musst immer warten, bis die Kugel rollt und danach musst du erst durchlaufen. Wirklich, Perry. Das spielst du doch jetzt echt nicht zum ersten Mal. Egal, ja, manchmal macht. Denk. Ja. Okay. Oh, Banani ist dein Ernstfall. Warum denn das? Ich weiß nicht, da ist einfach Banani und die sind ganz viele. Aber die sind Döner. Doch Freunde. Ich dachte auch, dass es Freunde wären, aber. Ich hab ne Theorie, Janssen, ich hab ne Theorie. Ja, was denn? Banani war ja der beste Freund von Lami. Oh, aber dann hat er mit dir ja einen Song gemacht und sich in dich verliebt. Und jetzt sind die Feinde. Ich glaube auch. Leute, kann es deswegen sein, dass jetzt Banani unser Endboss hier ist? Oh, nicht, dass wir am Ende gegen Banani-Bot kämpfen müssen. Oh, Banani-Bot ist unbesiegbar bestimmt. Ey, also. Fendi-Bot, also ihr habt ja bestimmt die Obby gesehen, wo Janssen und ich gespielt haben. Janssens Obby, Berries Prison. Ja. Und da ist Fendi-Bot der Endgegner. Und ich sag euch jetzt mal eine Sache. Fendi-Bot ist unbesiegbar. Ja, ist wirklich so. Leute. Unbesiegbar. Keiner schafft es gegen Fendi. Berry, wer das schafft, ja, der ist krass. Ja, ist wirklich so, Leute. Das ist also, wenn ihr mal die Janssen-Obby spielt, ihr könnt ja mal auf mein Profil gehen. Da habe ich das auch verlinkt unter meinem Video. Dann könnt ihr einfach auf den Link hinterher und dann könnt ihr das spielen. So, auf jeden Fall, Berry, ich bin schon hier. Ich bin schon über Banani und alles durch. Und hier sehe ich jetzt ganz viele Döner, die in der Burg drinne verstopft sind. Aber ich sehe dich nicht, muss ich ehrlich sagen. Ich bin ja, ich bin immer noch bei Banani. Berry, das kann doch nicht dein Ernst sein. Ja, ich gebe mir Mühe, ich bin gleich da, ja. Berry. Warte mal auf mich, bitte. Ey, Leute, wie esst ihr eigentlich euren Döner? Sei mal ehrlich. Komplett oder lasst ihr irgendwas weg? Also Leute, ich sag euch mal, wie ich meinen Döner esse. Ich sag immer bitte weniger Fleisch, weil es ist immer zu viel Fleisch. Dann sage ich wirklich sehr oft ohne Zwiebel. Aber wenn ich richtig Hunger habe, ey, dann einmal komplett alles scharf mit Zwiebel, alles. Also es kommt immer drauf an. Ist auch scharf, Janssen? Ja klar, ich liebe scharf. Hallo, ich esse sogar Bulldog mit der größten Schärfste. Ah, stimmt, also du isst ja auch Takis und so. Ja, Takis, Bulldog, ich esse alles, Berry. Nee, ich hab's geschafft. Ja, ich bin dabei. Weiß, ich weiß so. Jetzt komm, 1, 2, 3. So. Ey, guck mal, was da steht. Was Cafeteria da? Oder Madeira Ronaldo? Oh, ich seh das jetzt erst. Madeira. Leute, ja, ihr wisst doch, Lami wohnt da, wo auch Ronaldo wohnt. Einfach in Madeira. Das ist einfach Ronaldo. Ey, Leute, lasst mal 5000 Likes da, wenn ihr es bis jetzt richtig cool findet, was wir hier spielen. Und ganz ehrlich, alle nochmal ein Like da lassen, die Ronaldo-Fans sind. Wirklich, let's go. Komm, Berry. Guck mal, Portugal-Flagge. Wow. Mega. Wisst ihr, dass Lami in Portugal einfach wohnt? Voll krass. Ey, das ist mega krass. Aber er kann Deutsch. Das ist auch cool, wa? Ja, also Lami ist ja auch in Deutschland geboren. Wisst ihr, er ist später nach Portugal gegangen, weil da einfach viel Sonne ist. Genau, Leute, das stimmt. Ey, Berry, komm jetzt. Schaffen wir das? Ohne Fehler mal jetzt hier rüber. Hey, na Logo, ich bin direkt hinter dir, Janssen. Okay, bis jetzt habe ich auch gar keinen Fehler gemacht.
Hier bei den Büchern ist das richtig kritisch. Ne? Ne, immer bei den Büchern falle ich auch runter. Ah, immer bei den Büchern! Ey Leute, die haben das richtig schwer gemacht hier! Ich glaube tatsächlich, bei den Büchern muss man auch mal kurz Pause machen. Echt jetzt? Also muss man so langsam machen? Ja, man darf da nicht so rennen. Oha, okay, dann passe ich diesmal auf. So, Leute. Okay, jetzt ist Barry auch vor mir. Okay, Barry. Du hast doch selber gesagt, nicht mach, rennen. Steht da. Und was passiert hier? Schul. Mann! Leute, wisst ihr was? Ich düse da jetzt einfach durch. Barry ist mir auch voll egal jetzt, weißt du? Weil ich will meine Fans hier nicht enttäuschen. Ich will das jetzt endlich mal schaffen. Und Leute, ich werde jetzt durchrennen, ohne Pause zu machen. Das mir jetzt wenn du das schaffst, 5000 Likes einmal alle da lassen. Okay, Leute, aber ich renn durch. Leute, ich meinte es gar nicht so, Barry. Ich gucke, er rennt einfach durch. Hä? Du hast doch gesagt, wir machen ohne Pause. Ja, aber ich wusste schon, das funktioniert nicht. Ich gucke, Barry einfach, er rennt durch einfach. Ey, Leute, das sah so lustig aus, ey, wirklich. Woo. Ey, also ich hab's herausgefunden. Ich hab's auch herausgefunden. Ich bin jetzt da drüben. Ey, Leute, was habe ich euch gesagt? Barry springt gleich über mich. So, jetzt endlich haben wir das geschafft. Jetzt gehen wir mal hoch und schauen mal, was uns jetzt noch alles erwartet, ja? Aha, was gibt's hier noch, Jancel? Auf jeden Fall. Oh nein, Barry, gleich kommt auch etwas. Also, nachdem wir das hier geschafft haben mit der Leiter. Die Leiter kann ich ja gar nicht gut, aber nachdem wir das mit der Leiter geschafft haben, kommt dieser eine Sprung da, wo diese ganze Luft zu uns kommt. Weißt du das noch? Oh, mit den. Oh, das ist voll schwer. Ich weiß, Leute, die haben das richtig schwierig hier gemacht. Ich komme hier gar nicht durch. So, jetzt bin ich durchgekommen. Meine Leiter ist auch viel zu groß. So, ich pack das mal jetzt erstmal hier hin. Aha, willst du erstmal oder soll ich auf dich warten? Ja, ich mach mal kurz erstmal. Ich schau mal kurz, ob ich das jetzt easy hier schaffe. Ja, du machst das schon gut, aber ja, die Technik ist genau, nicht gut. Genau, Leute, die Technik ist echt schlecht. So, vielleicht jetzt. Also man muss auf jeden Fall schauen, dass man so ein bisschen drüber ist hier. So, da. Kann doch nicht wahr sein, Barry. Ich weiß nicht, du siehst aber auch sehr schief aus, Barry. Muss ich echt sagen. Ja, mach du erstmal, mach du okay, erstmal. Ich mache. Guck mal, warte, Barry! Barry! Mann! Geh weg da! Also man muss sie wirklich perfekt hier drunter tun, aber Barry, was machst du? Ja, erzähl mal an, mach doch mal jetzt. Ich warte schon seit Stunden auf dich. Ja, hier, ich mache doch. So, jetzt ist es perfekt. Jetzt muss ich einfach hier hoch. Seht ihr das? Ich versuche alles. Ich bin 1 Zentimeter zu nah dran. Nein. Oh mein Gott, Leute. Nach 100 Jahren haben wir das auch geschafft. So, ja, Barry, jetzt schauen wir mal, was hier unten alles ist. Aha. Ah. Ey, hier kommen so Schneebälle, Jancel. Wir müssen da ausweichen. Pass auf. Und manchmal gehen links, die... Links, rechts. Geht der Boden auch kaputt, weißt du, ne? Deswegen schnell hoch hier. So, sind wir jetzt schon mal weiter. Was ist denn das hier? Ey, was ist denn das hier? Ist das ein Minecraft-Lami? Ey, hat Lami mal Minecraft gespielt? Ey, Leute, wenn ihr Fans seid, dann wisst ihr das bestimmt. Hat Lami jemals Minecraft gespielt? Oh mein Gott, das sieht richtig cool aus. Also ich glaube, dass er das schon mal gemacht hat, weil ich ja ein Fan bin von Lami. Mhm. Ich weiß, dass er, glaube ich, damals mal Minecraft gespielt hat, wenn ich mich nicht irre. Ne? Okay, ich glaube auch, dass ich sowas mal gesehen habe. Weil ich meine, ganz kurz, dann würde da auch ja kein Lami Minecraft hängen. Weißt du, was ich meine? Das ist, glaube ich, ein Insider-Tipp, weißt du? Ich glaube auch, für alle Fans, die es eigentlich wissen. So. Ey, ich bin da. Okay, was ist da oben auf dem Dings? Ah, das ist Mario, Super Mario. Siehst du das? Hier, Super Mario mit Minecraft. Siehst du das? Oha. Warte, schau mal. Da hinten ist so ein Super Mario Minecraft Poster von Lami. Voll cool. So, und jetzt, Barry, weißt du ja, ich schließe alle Ventile. So, dann fangen wir mal direkt hier unten an. Leute, wir zeigen euch mal jetzt, wo alle Ventile sind. Das ist immer wieder hier, in jedem Barry. Egal, was für ein Barry ihr spielt, ob ihr Jancel Barry spielt, Lami Barry spielt, egal, was für ein Barry. In jedem Barry sind immer diese Ventile hier. Also dieser Platz hat sich nie geändert. So. Genau, Leute, merkt euch das, weil wenn ihr das einmal wisst, dann wisst ihr genau, was ihr machen müsst. Genau, deswegen lasst doch gerne ein Abo da. Vielleicht schaffen wir ja bald auch die 500.000, das ist ja natürlich unser Ziel.
So, jetzt müsste ich mein drittes Ventil öffnen. Genau, das ist da oben. So. Ich bin nicht mein Pferd. Ich bin gerade wirklich runtergerutscht. Egal, dafür habe ich mich direkt hier nach oben gespawnt. Ich frage mich, wo das letzte Ventil ist. Das letzte Ventil ist hier oben direkt. Ach so. Welches hast denn du noch nicht? Jetzt habe ich alle. Ich habe gerade jedem das erklärt. Go. Ja, bin direkt hinter dir, Jazel. Also, echt, ich muss jetzt sagen, bis jetzt gefällt mir die Labi-Hobby sehr. Auch hier so mit Minecraft-Team und so, richtig cool. Ne, so eine Minecraft-Level, richtig krass. Was war am Anfang? Da waren alle Lamis Freunde. Da war Banani. Banani war auch der Endboss. War richtig cool bis jetzt, oder? Ja, ich fand das bisher auch richtig, richtig toll. Ja. Aber ich frag mich, wer der Endboss ist. Ich auch, vor allem jetzt. Gleich gibt es so eine Cafeteria. Barry, wie oft willst du nur noch hier runterfallen? Mann, tatsächlich, ich bin irgendwie voll gestresst, weil du mir da so zuguckst. Leute, guck mal, wie ich zugucke. Er ist voll aufgeregt. Auf jeden Fall müsst ihr jetzt gleich die Cafeteria. Oh nein, Barry. Oh nee, nicht Schlittschuh fahren. Auch Schlittschuh fahren. Oh mein Gott. Na dann, Leute. Drei, zwei, eins, let's go. Pass auf, hier sind alle Fanta-Dosen. Die haben es ja richtig schwer gemacht. Hä, Barry, seit wann trinkt denn Lami Fanta? Trinkt er ja nicht, der trinkt ja nur Cola und Fanta ist ja was er nicht mag, deswegen läuft man ja auch dagegen. Ah, ich verstehe. Oha. Ey, das ist Barbecue. Oha, voll cool. Ich hab's einfach geschafft, Barry. Ich hoffe, du schaffst das auch. Ich bin auch gerade dabei. Auf jeden Fall meinte Barry, dass hier Barbecue ist. Und ich glaube, er meint diese hier, Leute. Das sind einfach die Soßen von McDonald's. Was ist eigentlich eure Lieblingssoße? Kommentiert das mal. Barry, was ist deine Soße? Ich glaube Ketchup. Können wir mal auf drei, so wie Lami, Barbecue sagen? Komm, okay, guck. Eins, zwei, drei. Barbecue. Ja! Direkt da rein. Yes, Barry. Ich bin natürlich vor dir gewesen. Oh, Mann. Hä? Barry hat einfach einen Bacon-Skin. Der hat nicht mal ein Robux. Ey, ich habe mir heute einen Top angezogen mit so Barbie-Schrift drauf. Ich dachte, ich ziehe mal heute anderes an. Halt. Wo sind wir jetzt? Oh mein Gott. Lami, sein Endboss. Schau dir das mal Endboss an. Endboss ist Emily, ey. Komm, wir bringen die jetzt um die Ecke. Let's go. Und die Dönermeisterin. Siehst du das? Komm, jetzt holen wir mal hier die Döner-Suka. Guck mal, hier stehen die Preise. Döner ohne Tomate 6 Euro. Döner mit Tomate 6,50. Döner mit alles 7,50. Alter, Leute, wie teuer schon Döner geworden ist, oder? Mein Gott. Ey, Leute, kommentiert mal, wie teuer kostet Döner in eurer Stadt. Also bei uns so muss man bestimmt so 7-8 Euro bezahlen. Ja. Ne? Das ist schon eine Menge. Ich weiß noch, wo Döner 2,50 war, ne? Ja, aber daran erinnern sich nicht viele, weil das ist schon lange her, Jancel. Ja, das stimmt. So, Barry, ich hab's auf jeden Fall geschafft. Ich hab's auch geschafft. Weiter geht's. Ja, weiter geht's. So, und jetzt kommt die coolste Rutsche. Jetzt kommt der Rutsche. Was denkst du, was sich da unten erwartet? Also, in Lukas' seiner Obby war sein Lambo. In meiner Obby war mein pinker Tesla. Und was passiert jetzt bei Lami? Oh, wir sehen sie jetzt. Rutsche. Let's go. Wow. Ich bin auch runtergefallen. Ah, wir sind so blöd. So ich hab's geschafft. Ich auch. Alter, Leute. Das ist einfach ein gigantischer Banani. Ich zeig euch das mal nochmal. Boah, ich kann es euch gar nicht zeigen. Das ist so groß. Wow. Barry, ich komme. Warte doch mal. Ey, Satz, halt, hier steht eine Tür. Da steht Exit. Und das bedeutet, glaube ich, auf Englisch Ausgang. Oh mein Gott. Denkst du, wir haben es geschafft? Weiß ich nicht. Finden wir jetzt mal heraus. Oh nein. Schon wieder Laser. Laser! Leute, in jedem Barry gibt es immer so einen Laser. Das ist so crazy. Oh, hoffentlich berühren wir jetzt nichts, weil sonst verlieren wir. Oh Gott, das ist jetzt schon mal schwieriger, hier aus Lami auszubrechen, ne? Weil das ist ein bisschen leichter vorgestellt. Ich glaube, ich hab's geschafft. Ich glaube, ich hab's geschafft. Ich auch. So, was erwartet okay. jetzt? Ich glaube, wir haben's geschafft. Fertig. Oh Mann, nein. Oder? Barry, was denkst du denn? Denkst du, so schnell ist fertig? Komm oh Mann, Dotzel. Mein Gott, Leute, Barry denkt auch, dass es so schnell fertig ist. Unsere Fans wollen ja noch, dass wir das gewinnen. Barry.
Das stimmt. Kannst du dich immer für alles sagen? Fertig. So. Komm jetzt so. Oh, Leute, das war knapp. Schaut euch das mal an. Barry, es reicht doch mal, wenn du einen so ein Metall nimmst und danach halt platzierst. Oder am besten schaust du auch immer mit der Maus so ein bisschen nach oben, damit du keinen Fehler machst, weißt du? Damit du da perfekt da drüber läufst und sowas. Verstehst du, Barry? Ja, ja, ich hab verstanden. Okay. Das ist nicht so einfach, ne? Genau, ich hab's aber auf jeden Fall geschafft. Ich bin schon mal hier drüben. Ich glaube, jetzt, wenn wir jetzt hier rausgehen, dann ist Lami sein Endboss da draußen. Was denkst du, Wer ist der Endboss? Ey, ist mir egal, wer es wird. Wir kriegen den einfach auch besiegt. Let's go. Okay, dann machen wir das. Let's go! Wir besiegen jetzt die Person! Oh mein Gott! Nein, nicht Ronaldo! Ey, Barry, ich habe jetzt einen Trick herausgefunden. Erzähl! Du musst seinen linken Arm treffen, seinen linken Arm und seinen rechten Arm treffen, ja? Das ist so ein Trick. Okay. Also, immer schön die Arme treffen. Wenn du die Arme nicht triffst, dann verlierst du. Okay, Barry? Okay. Arme treffen. Arme treffen, los! Wenn du die Arme triffst, links und rechts, dann gewinnst du richtig schnell. Das ist aber ein guter Tipp. Ja, das hab ich einfach, als ich mit Lukas gespielt habe, Leute. Mit Lukas Brawl Stars haben wir das gespielt und da erst... Ich hab einen linken Arm schon. Oha, richtig gut. Pass auf, nicht, dass er dich kriegt. Oh mein Gott, Ronaldo einfach. Ich glaub's einfach nicht. Oh mein Gott, Leute, ich muss hier weg. Ronaldo treffst mich in die Ecke! Ah! Weg hier! Barry, wie weit bist du? Wurdest du erwischt? Nein, Dazell, ich hab's einfach geschafft. Ich warte auf dich. Oha, denn er? Ja, du musst rückwärts laufen und da musst du noch auf die Arme zielen. Ja, verrate mir noch nicht, was du siehst, okay? Okay, es ist richtig cool. Ich hab's geschafft. So, oh mein Gott! Was ist das, Barry? Das ist ein Kokosnuss-Express. Oha, dann steig mal ein. Ey, nein, 1 Million.